gilt als Sprache der Engel und als Sprache der Leidenschaft. Beim Festkonzert anlässlich des 75. Geburtstags der Beethoven-Musikschule Mödling hat sie Künstler und Zuhörer beeindruckend verbunden. Beethoven hat wesentliche Teile seines Lebens im Wiener Umland verbracht, unter anderem auch in der Stadtgemeinde Mödling. Zum Beispiel Mr. Solemnis wurde in Mödling geschrieben. Und Beethoven gehört sicherlich zu den bedeutendsten Musiker, die es jemals gegeben hat. Und ich denke, dieser Konnex Mödling zu Beethoven ist ein ganz guter. Aber Beethoven ist nur ein großer Sohn dieser Stadt. Also wir haben ja sehr viele Künstlerinnen und Künstler, wir sind ein Kreativplatz. Und das wird ganz einfach jetzt von Generation zu Generation aufgenommen. Und es ist schön auch, dass mit Direktor Reimer Wolf dieses Erbe übertragen wird. Gibt es Absolventen Ihrer Musikschule, die den beruflichen Weg des Musikers eingeschlagen haben? Ja, sind einige dabei, da freuen wir uns immer wieder. So jedes Jahr 2 bis 3, die sich dann entschließen, ein Studium anzufangen. Und inzwischen haben auch einige Fuß fassen können in nationalen Orchestern. Da sind wir sehr stolz. Das sind ein bisschen Vorbilder. Für uns als Musikschullehrer eine große Herausforderung, dass wir auf der einen Seite die Kleinen, sagen wir die Masse der Kleinen entsprechend fördern sollen, aber auch den Großen, den fast Erwachsenen, eine Chance geben sollen, dann ein Studium zu beginnen. Das heißt, die Bandbreite des Musikunterrichtes ist riesengroß. Die Schülerinnen und Schüler geben der Musikschule ihr Leben mit dem Direktor und dem Lehrpersonal. All das macht eine wunderbare Musikschule Mödling aus. Seit 10, 15 Jahren sind die Musikschulen des Landes Niederösterreich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wir sind das Bundesland mit der größten Dichte, wir sind das Bundesland mit den meisten Musikschulen, wir sind das Bundesland mit den meisten Schülerinnen und Schülern. Und jetzt nicht nur auf die Größe bezogen, sondern auch absolut und auch relativ gesehen sind wir so hier mit Abstand im Reigen der Bundesländer ganz, ganz vorne. Und es ist toll und schön, dass es so viele Talente gibt. Es ist aber noch schöner und noch toller, dass es nicht nur die Talente gibt, sondern dass die Talente auch bereit sind, ihr Talent zu zeigen und zu musizieren und zu üben und zu proben und uns diese Genüsse zu liefern und zu geben. Man muss ja sagen, mit dem Musikschulgesetz 2000 hat sich Unglaubliches getan im ganzen Land. Wir haben heute 134 Musikschulen, 55.000 Schüler. In fast 35 Wochenstunden werden die unterrichtet. Und jede Schule hat sich auf ihre Art und Weise, so wie es auch notwendig ist, vor Ort entwickeln können und hat sich auch entwickelt. Wir waren vor 10 Jahren sicherlich Schlusslicht in Österreich und sind heute ganz vorne mit dabei.